Herzlich willkommen zur Westart, heute aus der Bochumer Jahrhunderthalle. Wir sind bei Urbanetics. Urbanetics. Breakdance, Parkour, Hip-Hop, Akrobatik. Bei Urbanetics kommen junge Street-Art-Talente aus Nordrhein-Westfalen und internationale Profis zusammen. Seit 10 Jahren gibt es das sensationelle Street-Art-Projekt aus Bochum. Einmal im Jahr wird das alte Industrieareal für 2 Wochen zu einer Art Zentrum für internationale Straßenkultur. Die Shows aus Körperbeherrschung, Videoperformance und Beats haben schon über 250.000 Menschen angezogen. Heute also viel Street Art aus dem Ruhrgebiet. Außerdem haben wir folgende Themen für Sie. Urbanetics. Das alles hier begann 2009, als klar war, dass das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt wird. Urbanetics sollte das junge Leben im Pott repräsentieren, die Potenziale der urbanen Künstler aus der Metropole Ruhr zeigen. Ursprünglich war das Projekt auf 5 Shows begrenzt, aber die schlugen so heftig ein, dass es fortgeführt wurde. Jedes Jahr wieder mit neuer Show und neuen Acts, aber natürlich gibt es auch die, die von Anfang an mit dabei waren. Sozusagen der harte Kern der Urbanetics-Familie. Also ich bin der Carlos Beatbox Howard. Ich bin Deutsch von Trinidad und Tobago, bin in Moers aufgewachsen. Die Kunst des Beatboxen gebe ich auch weiter, schon seit 7 Jahren. Also Workshops, AGs, Kulturstunden. Jeder kann Beatboxen. Man nehme 2 Worte, Putze, Katze, benutzt nur die Konsonanten wie und versucht das im Rhythmus zu beatboxen. Beatboxen fördert das Selbstbewusstsein. Ich gebe durch Beatbox Menschen, die vielleicht ein Handicap haben oder vielleicht nicht so viel Selbstvertrauen haben, eine Stimme. Urbanetics für mich, hier ziehe ich meine ganze Energie für das ganze neue Jahr. Hier bekomme ich Kreativität, hier wird genetworked. Ich brauche den Austausch. Für mich ist das super wichtig. Das war auch einer der wichtigsten Punkte meines Lebens, warum ich jetzt eigentlich ein selbstständiger Beatboxer bin. Zurück in Bochum, zurück in der Jahrhunderthalle, eine ehemalige Gaskraftzentrale im Westpark. Hier steht die 400 Quadratmeter große Bühne, das Herzstück der Urbanetics Performance. Für viele junge Talente aus NRW ist der Auftritt hier die erste große Chance zu zeigen, was sie wirklich drauf haben. Mein Name ist Sarah Spey, ich bin 19 Jahre alt und ich bin Tänzerin bei Urbanetics. Tanz ist für mich eine Sprache. Das heißt, ich kann kommunizieren auf meine eigene Art und Weise, ohne die Sprache sprechen zu müssen, die die anderen sprechen. Ich bin durch meine ehemalige Tanzlehrerin zu Urbanetics gekommen, sie hat mich hier empfohlen. Ich wurde dann zum Casting eingeladen. Ich kam rein und ich habe nur Menschen gesehen, die Saltos machen und Flickflacks und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich kann nicht mal einen Kapuze bauen. Also ich fühle mich sehr besonders, da ich auch die Jüngste bin und auch die Unerfahrenste. Das heißt, ich muss sehr aufnahmefähig sein, ich muss Kritik annehmen können. Ich bin sehr aufgeregt, weil viel erwartet wird von mir und ich möchte auch zeigen, dass es sich gelohnt hat, mich anzunehmen. Auf jeden Fall eine super Erfahrung und ein riesen Sprungbrett für die Tänzerkarriere. Urbanetics, das sind bisher über 200 Shows im In- und Ausland mit mehr als 250.000 Zuschauern. Außerdem wurde ein Trainingszentrum für junge Bewegungstalente aus der Region eröffnet
und das Projekt mit einem europäischen Kulturpreis ausgezeichnet. Bochum und Street Art, das scheint also ziemlich gut zu passen. Hi, ich bin Fabian Teusch, 25 Jahre alt, komme aus Unna und bin Parkourläufer. Mein Name ist Jonas Bernd, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Bochum, dem Ruhrgebiet und fahre seit ungefähr 15 Jahren Fahrrad. Parkour mache ich jetzt seit 2008. Ich hatte immer schon so einen ziemlich großen Bewegungsdrang als Kind und war direkt irgendwie den nächsten Baum hoch. Deswegen bin ich bei geblieben, habe entdeckt, dass halt, was ich mache, eine Sportart ist. Mut ist eine große Sache bei dem Sport. Die Angst sollte man eher in den Hintergrund stellen, da man dadurch sehr viele Fehler bei den Tricks und bei dem Sport einfach macht. Man muss seine Angst kennenlernen, einschätzen können und wenn man es gut hinkriegt, auch überwinden können. Man sollte Respekt mitbringen, da der Sport sehr gefährlich ist, man große Sprünge macht und sich schwer verletzen kann, das stimmt. Aber man übt seine Tricks und seine neuen Herausforderungen Step by Step. Es gab auch schon Verletzungen, klar, aber die verheilen alle wieder und nichts Großartiges. Für mich ist Urbanetics wie eine große Familie. Cooler Vibe hier hinten, das ist eine gute Stimmung. Ja, es ist einfach Erlebnis hier zu sein. Der Zauber von Urbanetics entfaltet sich mit Hilfe des Publikums. Die Show lebt von der Interaktion zwischen Künstler und Zuschauer. Man kann sagen, der Vibe stimmt. Von der Vision bis zur Institution. Die Erfolgsgeschichte von Urbanetics hängt untrennbar mit Christian Eggert zusammen. Regisseur und Projektleiter und als der dafür verantwortlich, dass jedes Jahr talentierte Bewegungskünstler nach Bochum kommen. Christian Eggert, erstmal herzlichen Glückwunsch. 10 Jahre Urbanetics. Hand aufs Herz, ganz am Anfang. Hast du gedacht, dass das wirklich so eine Institution in der Kulturlandschaft wird? Das haben wir nicht gedacht. Wir haben das ja als Projekt angelegt und es sollte eigentlich nur Pfingsten 2010 stattfinden. Mhm. Aber vom Gefühl her, also ich meine, du hattest ja mit die Idee, du hast das mit konzipiert. Warum hast du gedacht, sowas brauchst hier im Ruhrgebiet? Ja, mich hat das immer interessiert, diese Bewegungsvielfalt, die in der Street Art ist. Die Parkourläufer, die Biker, die über die Rampen fliegen, die Tänzer, die alle Urban Style tanzen, die ganzen verschiedenen Tanzrichtungen. Und ich dachte, das muss mal auf die große Bühne. Woher kommt deine Liebe zu Street Art, zu Bewegungskünsten? Ich fand das nur faszinierend. Ich habe mich sehr intensiv mit Artistik auseinandergesetzt und habe da einfach eine ganz andere Bewegung gesehen, als man die so auf der Bühne sieht. Also viel natürlicher und gewachsener und nicht so antrainiert, angelernt. Wenn du so in der Welt unterwegs bist und internationale Künstler versuchst zu überzeugen von Urbanetics, was sagst du denen? Was ist das Alleinstellungsmerkmal? Es ist wirklich so, wenn die auf unsere Tänzer und auf unsere Leute treffen, dann erinnern sie sich auch nochmal daran, warum sie das selber machen, weil viele von denen sind lange auf Tournee unterwegs. Und dann wird das natürlich manchmal nach ein paar Jahren alles nicht so spannend. Wenn sie hier hinkommen, dann werden sie richtig infiziert von dieser Lebensfreude und der Energie. Wenn du dir jetzt die Metropolregion anguckst und wenn du dir Bochum anguckst, was soll Urbanetics da leisten oder was wollt ihr schaffen? Wir haben schon einiges geschafft hier. Wir haben zum Beispiel den Open Space entwickelt aus Urbanetics heraus. Das ist eine Trainingshalle mit 1200 Quadratmetern, wo jedermann trainieren kann und wo sich die ganzen Street-Art-Disziplinen fusionieren. Da sind die Parkourläufer genauso wie die Tänzer und die Biker. Das ist also ein Zentrum, wo von sich aus ganz viel passiert, ohne dass man es anleiten muss. Und jeder darf da rein? Jeder darf da rein, ja. Wenn wir jetzt mal auf die Show in diesem Jahr schauen, auf wen müssen wir da besonders blicken? Ich bin ja das ganze Jahr, suche ich ja tolle Leute und bin auf Festivals rund um den Globus quasi unterwegs und unter anderem auch in Paris. Und da habe ich zum Beispiel auch einen wunderbaren Diabolo-Jongleur gefunden, Guillaume Kapovic, also außergewöhnlich. Dann gibt es Mandy Orozco mit einer absoluten Weltpremiere auf einem Fließband. Und dann haben wir einen ganz besonderen Pole-Act in der Show, ein Flying Pole. Das sind der Carlos Zaspel und der Mario Espanyol. Die bewegen sich also an einem Pol, der nicht fest am Boden verankert ist, sondern auch noch fliegen kann. Spektakulär. Sehr spektakulär. Wer mit dabei sein will bei Urbanetics, hat nur noch morgen die Chance. Letzte Vorstellung in diesem Jahr. Und über uns kriegen Sie die Tickets. Also jetzt bewerben auf der Bestart Homepage. Und hey, wenn Sie kein Glück haben oder es zeitlich einfach nicht passt, es gibt noch eine zweite Chance, besondere Körperkunst zu erleben. Und zwar in Wuppertal. Es geht jetzt um den Dance-Screen-Wettbewerb in der Westart. 200 Tanzfilme wurden eingereicht. Die Besten haben es ins Finale geschafft. Also wir tauchen jetzt über die Leinwand in eine Welt vollkommener Bewegung ein. Öde.
Festart aus Bochum. Nächste Woche Samstag sind wir zurück und nehmen Sie mit auf die legendäre Lindenstraße. Kultserie aus dem Jahr 85 bis dahin. Eine gute Zeit. Ciao.